Guten Tag, ich habe euch gesagt, ich melde mich wieder und ich habe vor mir sitzen den Margret und den Manfred, ein Traumpaar, und haben was Tolles aufgebaut. Und ich lasse jetzt mal einfach mal die Kamera laufen und sie können selber von sich selbst erzählen, warum sie sowas machen, was sie geschafft haben und was die Ziele sind für ihre Zukunft. Es wird nicht 10, 20 Stunden gehen, sondern einfach eine ganz kurze Geschichte, mit wie viel Fleiß und mit wie viel Arbeit sie gearbeitet haben, um dieses Projekt am Laufen zu bringen. Also, ich lasse euch mal, ich halte jetzt mal meinen Mund, ich sage jetzt nichts dazu und schau mal, wer was dazu sagt. Also, zeigt mal, stellt euch vor, was habt ihr vor und was möchtet ihr erreichen? Also, mein Name ist Margarete Weißbeck und ich bin vom Grundberuf her Krankenschwester. Ich habe im OP gearbeitet und im Akutbereich auf der Notfallaufnahme und Notarztwagen. Und ich war sehr nah dran an schlimmen Sachen, am Tod, an Krankheit und habe oft um Menschenleben gekämpft, gemeinsam mit den Ärzten. Und irgendwann war der Wunsch da, dass ich für die Angehörigen da sein kann, die zurückbleiben, die man zurücklässt. Und ich habe damals nach 15 Jahren gekündigt und habe verschiedenste Ausbildungen gemacht und das Regenbogental, den Therapiehof Regenbogental gegründet. Das ist ein Hof, wo diese Menschen aufgefangen sind. Menschen, die, also Kinder, die selber krank sind, schwer krank sind oder schwer behindert sind. Familien, wo ein Kind gestorben ist. Familien in Trauersituationen, traumatisierte Kinder. Und diese Kinder kommen zu uns wöchentlich oder sie kommen wochenweise zu uns. Und wir bieten ihnen hier ein sehr vielfältiges Team und ein vielfältiges Angebot, nämlich den großen Bereich der tiergestützten Pädagogik. Wir haben Lamas, Pferde, Therapiepferde, Kaninchen, Ziegen. Und wir bieten aber auch Kunsttherapie, Musiktherapie, Psychotherapie, Körperarbeit, also sehr breit gefächert. Und es ist eine ganz tolle Arbeit. Die Menschen sagen oft, wie schafft sie das, mit so viel Leid und Trauer umzugehen? Aber es ist einfach ganz, ganz konstruktiv, wenn man sieht, wie es den Kindern hilft und auch den Eltern, diese schlimmen Erlebnisse in ihr Leben integrieren zu können. Wie gehst du persönlich damit um? Ich hatte ja mit Manfred auch schon das Gespräch. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du ein Kind vor dir sitzen hast, der eigentlich noch ein ganzes Leben eigentlich vor sich haben sollte, aber eigentlich auf der Palliativ ist und eigentlich weiß, dass in kürzester Zeit sein Leben zu Ende ist, also keine Träume mehr gab, keine Möglichkeit mehr hat, sich zu entwickeln, zu entfalten. Wie gehst du als Mama? Ich sage mit Nachdruck als Mama, wie gehst du damit um, wenn du ein Kind so auffangen musst, um die letzten Tage, die letzten Stunden doch schön zu verarbeiten? Wie gehst du damit um? Also man muss diese zwei Bereiche unterscheiden. Das professionelle Arbeiten, dass ich, wenn ich mit diesem schwerkranken Kind arbeite oder auch mit den Eltern, mit der Trauer der Eltern, dass ich meine Kinder mir da nicht in die Quere kommen gedanklich. Das ist einfach, das muss man wegschirmen, weil sonst abschirmen, sonst stirbst du mit jedem Kind mit. Also die Professionalität, dass man sein eigenes auf die Seite stellt, und das andere ist die Empathie, dass ich wirklich ganz da hineinschlüpfen kann in diese Familie, in das Kind, vor allem in die Eltern, aber eben ohne mich, ich muss einfach bei der Familie sein. Ja? Das Tolle ist bei den Kindern, dass die ganz natürlich umgehen mit der Situation, auch wenn sie kurz zu leben haben oder das Wissen, also wirklich ehrlich mit ihnen umgegangen wird. Dass die einfach das Leben noch genießen wollen, dass sie da mit den Pferden tun wollen, dass sie Spaß haben wollen, dass sie sehr weise sind schon. Sie sind oft einen großen Sprung voraus uns Erwachsenen. Und wenn man ihnen zuhört und sie reden lässt, dann sagen sie das auch. Sie schützen oft die Erwachsenen, aber sie sind sehr weise und sie nutzen diese Zeit für sich gut. Und man muss fast mehr die Eltern schützen. Die Kinder wollen leben. Also ich Das, was sie glaube auch, noch. dass es dann von der Eltern, glaube ich, also ich erfinde das selber. Bei mir war es nicht das Kind, was ich verloren habe, sondern meine Frau. Ich habe meine Frau langsam verloren an diese Krankheit. Wie schaffst du das, die Kinder zu motivieren, oder motivieren sie sich selber und sagen, okay, das Schicksal ist jetzt so und ich gehe da so mit um, so wie es sein muss. Also ich bin da selber. Merke es selber, bei mir kommt schon ein bisschen der Tränen, weil es einfach mich unheimlich mitnimmt, solche Geschichten. Also das Thema bei den Kindern sind oft die Schmerzen. Das sind Themen oder die Angst vor medizinischen Interventionen.
Aber das Reden über den Tod ist oft sehr kreativ, wenn man sie erzählen lässt. Und sie sind einfach mehr am Leben interessiert, dass sie das, was sie noch haben, die Zeit, die sie hier bei uns haben, dass sie die nutzen können. Also das merkt man einfach. Und man spürt auch sofort, wenn das Thema, wenn man wieder weggeht von dem Thema Tod. Ja? Während wenn Kinder, wir haben ja ganz viele Kinder, wo ein Geschwisterkind im Sterben liegt oder der Papa oder die Mama oder gestorben ist. Mhm. Und da ist es schon schwieriger. Da ist die Trauer viel mehr da. Ja? Wie ist denn das schon die Ablauf, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich ein Kind, wo ich weiß, normalerweise im Krankenhaus, auf der Palliativ, wo man eigentlich niemand sterben lassen möchte, weil das ist für mich das Unwürdigste, aber wenn es nicht anders geht, okay. Gehen die Kinder, bleiben die hier den ganzen Tag oder sind die stundenweise hier oder kommen sie dann jeden Tag oder sind sie hier, werden sie aufgefangen? Oder? Also im Optimalfall, sage ich jetzt einmal, kommen die Familien, bevor der Betroffene verstorben ist. Das heißt, man kann schon im Optimalfall ab Diagnose stellen, weil dann kann man schön begleiten und sie wachsen in das mit hinein und die Eltern werden gut gebrieft, dass sie umgehen, dass die Kinder mitgenommen werden ins Krankenhaus, dass sie offen reden dürfen drüber. Und bei uns sind sie einmal die Woche oder eben im Sommer wochenweise, wirklich, wo man ganz intensiv dran ist an der Thematik. Und was ja am schlimmsten ist, sind plötzliche Todesfälle. Also wir hatten jetzt einen Vater, der mit 35 verstorben ist. Und dass du da die Familie so weit, also dass du da rechtzeitig dran bist und mit den Eltern und mit den Kindern gemeinsam dich verabschieden kannst, nochmal den Toten sehen, das ist heftig, aber das sind die schönsten Erlebnisse, so komisch das jetzt klingt, weil die Kinder, und da lebst du schon viel, die Kinder weinen und schreien, aber die Kinder basteln was für den Papa, sie können es begreifen, sie können es angreifen und verstehen. Und wenn wir die Kinder dann in die Begleitung kriegen, die das durften, die die Möglichkeit hatten, das ist kein Vergleich. Die sind so viel besser aufgestellt als Kinder, die nach dem Begräbnis erst kommen, vielleicht gar nicht beim Begräbnis dabei sein durften. Die haben wie einen Filmriss, denen fehlt was. Also ich muss schon sagen, also das ist ein Thema, das was ihr habt, also ein Part der Therapie. Wie ich gesehen habe, ich bin ja auch rundgegangen schon, das habt ihr vorher schon gesehen, da war der Margarete noch nicht da, wir haben einen kleinen Teil dieses wunderschönen Hof gesehen. Ihr habt auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Mhm. Wir sagen absolut nicht, ich mag dieses Wort nicht, behinderte Personen, sondern es sind Menschen, die besondere Bedürfnisse haben. Wir sollen auch diesen Respekt diesen Menschen zollen. Was habt ihr für den da? Was bietet ihr da? Also den großen Bereich der Hypotherapie und des heilpädagogischen Voltigierens, wo sie auch wirklich Kinder mit schweren Behinderungen, da muss ich Behinderungen sagen, schwere Besonderheiten, also wirklich am Pferd sitzen können und man sieht einfach, wie sich da der Muskeltonus löst, wie diese Kinder lachen, wie die Eltern und die Betreuer erzählen, dass die Kinder dann auf tageweise wirklich besser beisammen sind. Ja. Dann die Körperarbeit, die sensorische Integration. Körperarbeit ist auch was sehr Feines, wo sie sich einfach entspannen können. Also die zwei Bereiche. Und manchmal kommen auch Institutionen, die einfach zu den Kaninchen hineingehen, wo man einem Kind im Rollstuhl das Kaninchen auf den Schoß setzt oder die Lamas kommen. Einfach diese Begegnung auch mit der Natur und mit den Tieren. Das ist was Feines. Ich habe gesehen, ihr habt ja mehrere Tiere. Man kennt ja selber, sag mal, der meiste im Bereich in der Therapie kennt die Pferde, man kennt Hunde und man kennt Kaninchen. Aber ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch andere Tiere. Ihr habt ja auch, wie du schon erwähnt hast, ein Lama, man hat aber auch Ziege. Ich selber als Mensch kann mir nicht vorstellen, was ein Ziege für mich, also persönlich. Aber durch ihr ein wunderschönes Team seid, habe gerade schöne Grüße von der Katrin. Dann soll ich euch sagen, sie schaut gerade zu. was kann eine Ziege für ein Kind in der Therapie machen? Wie soll ich mir das vorstellen? Also es ist grundsätzlich so, dass in der Therapie geht sehr viel um den Selbstwert, um die Selbstbestimmung, weil die Krankheit nimmt ja die Selbstbestimmung dem Kind, ja, die Krankheit oder die Behinderung. Aber die Arbeit mit den Tieren zeigt, ich kann tun, ich kann für das Tier tun, ich bekomme was von dem Tier und man setzt die Rassen ganz und die Arten ganz unterschiedlich ein. Ja? Und die Ziege im Besonderen ist wirklich das schwierigste Therapietier, weil sie sind sehr klug und wenn sie unterbeschäftigt sind, sind sie sehr schlimm. Und Liselotte und Pauli, wie unsere beiden heißen, sind dann auch sehr kreativ. Aber also im Training ist es herausfordernd, aber in der Therapie sind sie einfach, man kann mit ihnen Parcours machen, spazieren gehen, sie sind sehr geschickt, Geschicklichkeitsparcours und die Kinder lernen das und wir haben Kinder, die wollen nur mit den Ziegen oder nur mit den Lamas arbeiten, einfach sie durch einen Parcours zu führen, ohne Halfter, mit Halfter,
Und ja, das Kuscheln mit Pauli kann man gut kuscheln. Die Lieselotte, die weiße, so ein bisschen am Zwicken. Oder die Lamas zum Beispiel. Die Lamas sind eher distanzierte Tiere. Und wenn du mit einem Kind kommst, das sehr, so wie ADHS-Thematik zum Beispiel, das muss einfach, das lernt, das Lama zeigt ihm, du musst ruhiger werden, dann kannst du mir begegnen. Und die schaffen das dann, ja. Also das schafft ein Lehrer nicht, oder wir, aber das Lama schafft es. Ja? Ich bin ja hier, damit ich das Projekt, was ihr macht, in meinen Augen größer gestalten möchte. Wir sind jetzt hier in Region Niederösterreich, aber Niederösterreich, Österreich, man darf gerne dieses Projekt auch europaweit, unser Fanclub ist europaweit. Wir haben europaweit Mitglieder aus Holland, aus Österreich, der Schweiz, Spanien, sogar Mexiko. Soweit wollen wir nicht greifen. Guten Morgen, Karin. Herzlich willkommen, auch live dabei. Wenn ich jetzt frage, wir als Verein, die BVB Temple Freaks, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Projekte gerne unter die Arme greift. Wir sind ein Verein, die gerne, der Manfreds kennt der BVB Temple Freaks auch, weil er Mitglied bei uns im Verein ist. Er weiß, was wir tun und hat mir dann von dem Projekt erzählt. Wenn ich jetzt dich frage, Margarete, wir als Verein würden euch gerne unterstützen. Für was würdet ihr Geld brauchen? Weil wir reden jetzt nicht nur von der Tiere, wir reden jetzt für den gesamten Hof. Wir haben ja nicht mal einen Bruchteil gesehen. Wir werden nachher nochmal einen Rundgang machen, dass ihr noch mehr Eindruck bekommt von den Therapieräumen, von das, was alles da ist. Aber jetzt, Margarete, jetzt erzähl mal, wenn wir Temple Freaks Geld für euch in den Spendermarathon zusammen machen, für was würdet ihr das investieren? Für was braucht ihr das eigentlich am dringendsten? Und wenn du vielleicht so ehrlich bist, was wäre eine Wunschsumme, die man gerne erreichen könnte? Man kann natürlich auch Spendermarathon sagen, das machen sie bei RTL auch, wir haben ein Ziel, wir würden gerne 2 Millionen erreichen, okay, das werden wir nicht erreichen. Aber wenn du sagst, wenn da jetzt viele Leute daran teilnehmen, was wäre ein Wunschziel vom Betrag, was du gebrauchen könntest, um deinen Hof, deine Patienten und deine Mitarbeiter, die hier teilweise ehrenamtlich arbeiten, was würdest du da brauchen? Sag mir, was du damit anfängst und... Also ein Wunschbetrag ist wirklich schwierig, sowas traut man sich nicht zu sagen. Ich kann sagen, weil das haben wir ausgerechnet, was wir im Jahr brauchen, um überleben zu können. Wir brauchen im Jahr 100.000 Euro, die müssen wir auf die Beine stellen an Sponsorengeldern. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, Mitarbeiter, liebe Zuschauer? 100.000 Euro im Jahr, das sind 10.000 Minimum im Monat, den man braucht. Also, fang an zu rechnen. Einfach damit die Tiere fressen können, damit wir sie halten können, die Miete, einfach das, ja genau, das ist... Das ist das, was notwendig ist. Was mir sofort einfällt, wenn du fragst, was braucht sie, das ist, woran wir gerade arbeiten, das sind die Dächer über dem Kopf, weil der Winter kommt und der Herbst und wir unsere kleine Halle betonieren müssen, weil wir günstiger Futter besorgen müssen, von kleinen Heuballen auf große. Und daher, ich weiß nicht, habt ihr hinten gesehen, diesen Hund? Ja. Überall? Und wir müssen den vom Winter überdachen, kostet es, was es wolle. Und da schauen wir eben gerade, Statiker kostet 2.300 Euro, obwohl er schon günstig ist. Und das ist einfach gerade ein wichtiges Ziel von mir, dass wir das hinkriegen vor dem Winter. Auch, dass der nicht wieder kaputt wird, das, was jetzt schon steht. Und das, ja. Also, ihr hört jetzt. Ich sage ja immer grundsätzlich, wir setzen uns für richtige Zwecke ein. Und ich glaube, dass wenn man der Margarete so zuschaut, wir schalten gleich zu Manfred, der kann auch ein bisschen sagen, auch der ist in der medizinischen Branche unterwegs, dass wir da uns zusammenreisen müssen, weil wenn ich nachher den Rest des Hofes zeige, glaube ich, bin schon geflasht, weil es einfach nicht ein kleines Grundstück ist, es ist ein Riesengrundstück. Wir müssen uns kräftig zusammen, wir haben 2 Monate Zeit, haben mir als Ziel gesetzt. Also ich setze mir jetzt mal ganz klar als Ziel, ich möchte gerne bis 30. November möchte ich gerne zwischen 10.000 und 15.000 Euro zusammen haben. Ja, der Margarete schaut und schüttet, aber wir sind nicht alleine. Und wenn ich diesen Bericht live gestalte und dieses schön verpacke und auch an Firmen gehen, ich glaube in der heutigen Zeit, in der Corona-Zeit sind viele Leute, die sagen, ja, für dieses Projekt kann ich Geld geben. Also ich denke mal, das habe ich jetzt zwischen 10.000 und 15.000 habe ich jetzt als Ziel gesetzt. Ich glaube, unrealistisch ist es nicht. Und ich glaube, wenn wir die Überreichung machen würden, ich habe mir gesagt, am 5. Dezember oder 6. Dezember, in Holland werden 5. Dezember Nikolaus gefeiert, 6. Dezember in Österreich, würde ganz gerne mit einer Übertragung, am 6. Dezember wird das Geld übergeben.
Und wir schließen das dann ab und wir machen dann nochmal eine Reportage darüber, damit alle dabei sind, wie viel Geld wir zusammenbekommen haben. Auf der Homepage bvb-tempelfreaks.de wird ein Counter von den Tagen, die noch zu gehen gehen, und wie viel Geld schon zusammenbekommen ist. Wie bei einer richtigen Spendemarathon. Margarete, ich sage erstmal Dankeschön. Ich schalte jetzt mal rüber zu dem Manfred, dass der Manfred sich auch mal kurz vorstellen kann, damit auch die Mitglieder bei uns im Verein wissen, hey, der ist Kinderarzt. Scheiße, da habe ich nicht gewusst. Hätte ich vielleicht früher hören sollen. Okay, danke Margarete für dein tolles Interview. Bin sehr begeistert. Also ich glaube, wir können da vieles machen. Ich schalte jetzt mal rüber zu Manfred. Hallo Manfred, erzähl mal ein bisschen was von dir, was du so machst, auch was so in den Sportbereich, wie wir uns gefunden haben und welche Ziele du hast mit deinem Grundprojekt, wo du auch mit als Gründer mit dabei bist. Ja, also mein Name ist Manfred Weiß, ich bin Kinderarzt. Ich habe meine Ausbildung in Wiener Neustadt gemacht und wie ich diese Ausbildung gemacht habe, also alles, was das Medizinische betrifft, glaube ich, bin ich dort wirklich sehr, sehr gut ausgebildet worden und war wirklich sehr zufrieden. Nur was ich gemerkt habe in der Zeit, das ist jetzt ja doch schon viele, viele Jahre her, dass mit dem Tod überhaupt nicht umgegangen werden konnte. Und wir haben halt Kinder gehabt, die nicht nur das Krankenhaus wieder verlassen haben, weil sie gesund geworden sind, sondern es hat halt leider auch Fälle gegeben, wo die Kinder bei uns verstorben sind. Und da habe ich gesehen, dass mit diesem Thema überhaupt nicht umgegangen werden kann, dass die Kollegen, die Kolleginnen, wenn es soweit war, alle geflüchtet sind, die Kinder alleine waren mit den sterbenden Kindern. Und das war immer was, wo ich mir gesagt habe, da muss ich die Hebel ansetzen. Das ist was, helfen will, wo ich eingreifen will, und das ist das, wofür ich mich auch stark machen will. Und dann habe ich versucht, ein bisschen was aufzubauen in Wiener Neustadt im Krankenhaus und habe dann auch den Kinderpalliativkurs, der ein paar Jahre gedauert hat, bis er zustande gekommen ist, in den ersten, der in Österreich durchgeführt wurde, gemacht. Aber ich glaube, einer der ersten Ärzte, die da drinnen gesessen sind in dem Kurs, Krankenschwestern, Pflegehelferinnen, Sozialarbeiter, alles, aber Ärzte überhaupt keine. Ich glaube, ich war der einzige männliche Arzt und eine oder zwei Ärztinnen hat es noch gegeben. Dann habe ich diesen Kinderpalliativkurs und habe gewusst, auf diesem Gebiet will ich weiter tätig sein. Und habe das dann natürlich auch zu Hause erzählt, und das war dann auch, glaube ich, auch der Grund, dass meine Frau da aufgestiegen ist, der hat dann genauso diesen Kinderpalliativkurs gemacht, und dann haben wir halt dieses Ringpunktal gegründet. Meine Frau hat das dann quasi übernommen, weil es bei mir auch auf zeitlich gar nicht möglich war durch Ordination. Aber was ich halt jetzt mache, ich fahre in Niederösterreich herum, ich betreue Kinder, die nur mehr kurz zu leben haben zu Hause, dass sie nicht im Spital sterben müssen, dass sie zu Hause im eigenen Bett, in den eigenen Zimmer, bei der eigenen Familie, dort betreue ich sie, bis es halt dann leider zu Ende geht. Und wenn du jetzt da, wo du gerade sagst, ich habe es ja der Margarete schon gefragt, wie gehst du da erwachsenen Mann als Vater, als Sportkoordinator bei einer Jugendmannschaft von FCAS Logistik Tribus Winkel, weißt du, was die Kinder machen? Wie gehst du damit um? Wie bewegt dich das? Weil ich kenne dich als einen sehr sensiblen Mensch, einer guten Zuhörer. Wie gehst du damit um? Ja, also ähnlich wie meine Frau schon gesagt hat, also ich kann das schon sehr gut trennen. Ich betreue die wirklich oft bis zum letzten Atemzug und kann das aber dann, wenn ich nach Hause fahre, die eigenen Kinder sehe, die eigenen auch Kinder am Fußballplatz sehr, sehr gut trennen und auch abschalten. Also ich nehme es natürlich. Ich meine, da habe ich schon das Glück, dass ich eben eine Frau habe, die dafür auch Verständnis hat. Also wir reden schon über das natürlich, wir erzählen das. Die Kinder kriegen das bei uns voll mit, das muss ich schon sagen. Sie wachsen auch ganz, also was das Thema Tod betrifft, war, glaube ich, wachsen unsere Kinder ein bisschen extrem auf. Sie kriegen wirklich von Anfang an das alles mit. Ob es immer gut ist, weiß ich nicht. Ja, also ich, gerade jetzt bei unserem Sohn haben wir so ein bisschen. Wir haben Joshua. Ja, genau. Ja, ja, wo wir den mal abklären lassen, weil wir ganz einfach Schmerzen. Ja, und wir denken, und wir haben schon alles jetzt medizinisch abklären lassen. Aber da spielt schon viel auch, glaube ich, in der Psyche mit. Also wir sind da schon vorsichtig, dass man das nicht zu sehr an die Kinder, aber sie kriegen es voll mit auch. Aber ich glaube, wir können über das sehr gut reden und wir können das auch sehr gut trennen. Was sind deine Ziele für Regenbogenteil? Was sind deine Wünsche, wenn du Wünsche äußern dürfst? Ja, naja, Wunsch, also der Wunsch von
meiner Frau wäre natürlich, dass dieses Regenbogental jetzt nicht nur also tagesweise oder stundenweise, sondern vergeben wird, sondern dass halt auch mal Familien auch herkommen können, eine Woche verbringen können. Und da braucht es sicher auch Kinder, denen es vielleicht schon schlechter geht. Und da braucht es sicher auch also den Beistand oder die Mithilfe eines Arztes. Und das wird dann wahrscheinlich wieder mein Part sein, wo ich mich dann mehr in den Hof einbringe, weil derzeit die Zeit ganz einfach von mir sehr begrenzt ist und ich die Stunden am Hof sehr reduziert habe. Du hast ja eine Praxis, wenn ich mich nicht täusche, in Triberswinkel. Ja. Hast du nie überlegt, deine Praxis hier in den Hof zu verlegen, dass du beide miteinander vermischen könntest? Naja, ich muss sagen, in Triberswinkel habe ich das Glück, dass ich dort in einem Schloss quasi eine wirklich nette kleine Ordination habe und die sehr, sehr gut geht und das ginge sicher da genauso, aber da müssen wir wieder alles umbauen, wieder alles von dort weg und ich meine, ich bin in einem Alter, wo die Pension schon ein bisschen... Man sieht seine grauen Haare. Nein, man sieht es mir nicht an, aber ich wäre 60, also irgendwo muss ich sagen, ist es nicht mehr allzu lang und ich werde sicher nicht mit 65 in Pension gehen, also ich werde sicher weitermachen, aber ich werde es vielleicht nicht mehr in diesem Umfang machen und ich werde dann wirklich vielleicht eher diese Kinder betreuen, die halt jetzt zu Hause gar niemanden haben und dass ich eher in die Richtung was mache und also dass ich das da jetzt noch einmal aufbaue alles und es war ja auch schon die Anfrage der Gemeinde natürlich von Leobersdorf, weil es ja viel zu wenig Kinder jetzt in ganz Österreich gibt und bei uns da sowieso, aber also ich glaube, dass ich das nicht mehr machen werde. Also ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, und das sage ich jetzt auch zu meinen Zuhörern, die mich persönlich kennen und auch der Gabi und der Joe Marie kennen, Manfred war immer der Begleiter von Joe Marie und war der Kinderarzt von Joe Marie. Also er kennt die Joe Marie besser, wie ich eigentlich kenne, aber ich bin täglich jetzt mit Joe Marie zusammen, wenn ich von... Länger. Aber wenn Joe Marie über Manfred rede, dann weiß ich sofort, von wem ich rede. Und sie wäre auch gerne heute mit dabei gewesen, aber sie sagt, mach du es mal alleine, weil das ist nicht meine Uhrzeit zum Aufstehen. Aber es ist auch gut so, wir werden auf jeden Fall den Hof nochmal wieder besuchen und dann werde ich die Joe Marie mitbringen. Manfred, vielen Dank für deine Antwort, deine offene Wahrung zu diesem Verein. Ich melde mich später mal, wenn wir noch mal einen Rundgang machen. Mittlerweile ist mein Arm fast abgefallen. Ich glaube, den hält ich jetzt ganz schön lange hoch und bin froh, dass die Kamera nicht wackelt. Margarete, auch noch mal ein Dankeschön. Wir werden gleich noch mal da durchgehen. Da wird noch mal gezeigt, welche Räumlichkeiten haben. Ich sage beide herzliche Dankeschön und wir werden das... Dankeschön. Bitte gerne. Dafür sind wir ja da.